Herr Hossert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorak. Ja, vielen Dank. Herr Hossert, aus Amerika hört man immer wieder etwas, was Fragen aufwirft. In dem Zusammenhang hat die amerikanische Bundesnotfallsagentur offenbar 800 Camps landesweit aufgestellt und die gelten angeblich für Notunterkünfte. Das ist aber die offizielle Version. Daneben gibt es andere Versionen, die anders einfach besagen. Sie haben sich, Herr Hossert, mit dem Thema auch beschäftigt und da recherchiert. Deshalb bitte ich Sie um Ergebnisse Ihrer Recherchen. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings gestiegene Besorgnis durch ein Interview, das der hochrangige amerikanische General, Ex-General, ist ja pensioniert, Wesley Clark gegeben hat, vor 6 Tagen bei MSNBC anlässlich der möglicherweise terroristischen Ermordung von 4 US-Elitesoldaten, Marines. Und in diesem Interview hat er gesagt, und er hat ausdrücklich Bezug genommen auf den Zweiten Weltkrieg, dass Menschen, die im Krieg, und er sagt, die USA befinden sich aktuell in einem Krieg, nämlich im Krieg gegen Terror, wer sich da nicht auf die Seite der Regierung stellt, wer illoyal zur Regierung der Vereinigten Staaten steht, da müsse man drüber nachdenken, dass solche Leute ja im Kriege abgesondert gehören und in Lager gesteckt. Solche Bemerkungen fallen in den USA außerordentlich negativ auf, weil die Amerikaner eben im Zweiten Weltkrieg weit über 100.000 Japaner in solche Lager gesteckt haben. Und zwar interessanterweise war es auch so, dass Angehörige dieser Japaner dann im Zweiten Weltkrieg für die US-Interessen in Europa gekämpft haben und ihr Leben gelassen haben. Und hinterher musste sich die amerikanische Regierung bei ihren japanischstämmigen Mitbürgern entschuldigen. Und das galt als illegal, was da geschehen ist. Auf diese, also nach US-Meinung illegale Praxis, hat sich Wesley Clark ausdrücklich bezogen, hat das für legal, für normal und für geraten erklärt. Und es geht noch weiter, in dem Interview hat er auch gesagt, auch die Alliierten, und er hat aufgezählt in dieser Reihenfolge, wie ich es jetzt sage, Großbritannien, Deutschland und müssten ihre inneren Rechtsprozeduren überdenken. Und diese Art Formulierung kennen wir, das ist immer die, wie soll man sagen, niedrigste Stufe amerikanischer Befehle an die abhängigen europäischen Regierungen. So funktioniert das. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. In den USA existiert nicht diese Notfallagentur, die heißt Federal Emergency Management Agency, FEMA. Diese FEMA-Camps sind inzwischen weltberühmt und berüchtigt geworden und werden für künftige Konzentrationslager gehalten. Und das Ganze wird deswegen auch besonders ernst, weil wir hier so eine Situation haben, in der gerade jetzt vom 15. Juli bis 15. Dezember eine Übung in den USA gefahren wird, in 9 Bundesstaaten und im Verlauf, und zwar 2 Monate dauert das, bis 15. September, und da sollen Soldaten, Heimatschützer und Agenten in zivile Gesellschaften in diesen 9 Bundesstaaten der USA eindringen, und die Bevölkerung wurde darüber gewarnt, und sobald sie irgendwelche solchen Aktivitäten feststellen, sollen sie das melden. Das heißt, diese Soldaten, die da üben, müssen versuchen, ganz unauffällig zu sein. Und wenn die Bevölkerung was meldet, sind sie aufgeflogen. Dann haben sie also ihr Übungsziel nicht erreicht. Das ist also die Situation. Und wenn wir das zusammenstecken mit 2 Themen, die wir sehr ernst finden, nämlich einer möglichen kriegerischen Konfrontation mit Russland und einem großen, auf jeden Fall bevorstehenden Finanzcrash, dann kommen wir doch in eine Lage, wo wir sagen, was wird da eigentlich gespielt? Aber für die Regierung und für die willfährigen Publikationen, lieber Herr Schorak, sind wir damit ganz hochgradige Verschwörungstheoretiker. Herr Hossert,
wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann heißt es, dass die USA rund 800 Konzentrationslager in verschiedenen Bundesländern gebaut oder aufgestellt haben. Wozu können die überhaupt genutzt werden? Gibt es so viele Menschen, die da untergebracht werden müssten? Ja, das ist eben das große Problem, dass diese Camps teilweise doch auch deutlich außerhalb von Ortschaften liegen, weit ab vom Schuss in Wäldern, in Situationen, in denen man eigentlich nicht nah an den Menschen ist, denen man eigentlich helfen sollte und wollte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die große Geheimnistuerei. Wenn wir zum Beispiel, das sollte man ja immer unbedingt machen, Wikipedia dazu lesen, dann lesen wir nur die offizielle Version und alle anderen Behauptungen werden kurz erwähnt und als blanke Verschwörungstheorie abgetan. Und die offizielle Version ist klar. Da geht es also darum, dass es Erdbeben, Hurrikane oder so etwas gibt, Naturkatastrophen, Fluten, vor denen man also Menschen bewahren müsste. Und dann sollten sie in solche Camps. Und die sollen auch als Sportstätten genutzt werden. Und beides ist relativ absurd. Die Amerikaner haben eine enge Beziehung zu ihren Sportstätten, selbstverständlich, wie jede Kommune das hat. Und die sind natürlich inmitten der Menschen, die da leben und nicht eben weit ab vom Schuss. Das wird schlicht in den USA nicht so richtig geglaubt. Hinzu kommen ja nicht nur mehrere Millionen beschaffter Plastiksärge, sondern auch diese riesigen Munitionszahlen. Ich habe das gar nicht im Kopf, wie viel das sind. Aber Hunderte, es war sowas, es war die Rede von mindestens 300 Millionen Schuss, also praktisch für jeden Amerikaner eine Kugel. Diese Art Dinge schaffen natürlich Unruhe, wenn das einfach irgendwo gebunkert wird. Und wenn diese ganzen Informationen zusammenkommen in einer Überschau, dann fühlt man sich vielleicht oder fühlen sich manche Amerikaner eben bedroht, vor allen Dingen die, die intensiv am politischen Geschehen teilnehmen. Und dieses Interview von Wesley Clark hat jetzt eigentlich gewirkt wie so eine Art Feuerzeug an der Lunte. Ja, jetzt fliegt den USA publizistisch dieses ganze Thema um die Ohren, weil der Wesley Clark die offizielle Erklärung für die Konzentrationslagernutzung dieser berüchtigten Camps sozusagen nachgeliefert hat. Ja. Herr Hoschel, wenn man auf die Erfahrungen der Vergangenheit zurückgreift, dann heißt es, kann man so leicht feststellen, dass die USA, wenn es um solche Maßnahmen gegangen ist, sehr darum bemüht waren, anderswo außerhalb der USA derartige Gefangenenlager oder Konzentrationslager und dergleichen mehr aufzustellen. Was hat dann das Land dazu geführt, dass diesmal in seinem eigenen Land, auf seinem eigenen Territorium aufzustellen? Das ist eine wichtige Frage, lieber Schorke, denn hier müssen wir dann reden von diesem sogenannten Rendering-Programm der CIA, die ja Foltercamps überall auf der Welt genutzt hat, in einer großen weltweiten Folterinfrastruktur sozusagen, auch in Europa übrigens. Sehr viele von den Folteropfern wurden über deutschen Boden geflogen. Und die Bundesregierung hat geflissentlich weggeguckt. Da gibt es auch schon ganz unangenehme Karikaturen von Herrn Steinmeier, der im Weggucken immer besonders stark war. Das sind ja Einzelfälle. Insgesamt natürlich Tausende, Zehntausende Personen, schreckliche Schicksale, Tode auch natürlich. Und es gibt eben natürlich den bekanntesten Fall Guantanamo, ein reines PR-Unternehmen, weil ja hauptsächlich dort keine Terroristen eben in irgendeiner Form inhaftiert waren, sondern Taxifahrer, Bäcker und Ähnliches, die man dann grausam gefoltert hat, sodass sich also Fachleuten der Eindruck, wie soll man sagen, aufdrängt, dass man hier Menschenexperimente gemacht habe. Und das würde auch erklären, warum sogar die engsten Verbündeten der USA sich geweigert haben, diese Häftlinge anschließend aufzunehmen, weil das möglicherweise wandelnde Zeitbomben sind. Völlig anderer Fall, völlig andere Sache. Hier geht es um die Flächenunterdrückung der amerikanischen Bevölkerung, mit deren gewaltiger Unzufriedenheit man ganz offensichtlich in irgendeiner Form rechnet in der Zukunft oder meint, rechnen zu müssen.
Und ich hatte vorhin die beiden Begründungen geliefert, die da passieren können. Das eine ist eben eine Naturkatastrophe, aber das andere ist eben auch zum Beispiel ein Crash. Das ist die eine wichtige Begründung, ein Finanzcrash und dann Armut und Beschlagnahmung von Nahrungsmitteln. Und hier sehen wir eben mit Erschrecken, dass die Obama-Regierung zur Unterdrückung der Bevölkerung riesige Notfallgesetzwerke aufgestellt hat. Und da ist alles drin, was gut und teuer ist. Die Bauern müssen bis zur letzten Kartoffel angeben, was sie ernten. Heute schon gibt es solche Regeln, die man nachlesen kann. Und es gibt auch schon Bauern, die sich nicht dran halten, wenn das mal gefragt wird. Und die auch erklärtermaßen, organisiertermaßen sich nicht dran halten, weil sie eben ihre Lebensmittel nicht zwangsweise abgeben wollen und wollen sie vor dem Staat geheim halten. Und dann ist eben der andere Punkt, dieser wachsende Konflikt mit Russland. Beide Seiten rüsten gewaltig auf, kann man nur sagen, ungeheuerlich. Das ist die größte Aufrüstungswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stellt auch die Sowjetunion inzwischen in den Schatten, was da in Russland passiert. Und Russland hat ja eben jahrzehntelang sich darauf ausgeruht, dass es nun keinen Krieg mehr gibt in Europa. Und die USA haben Russland eines anderen belehrt und ihnen klar gemacht, dass sie sich auch einen NATO-Staat Ukraine vorstellen können. Auf jeden Fall aber mal anfangen mit einem EU-Staat Ukraine, also direkt großflächig vor der russischen Haustür. Das alles ist sehr unangenehm, wenn diese vielen Faktoren so zusammenkommen, wie wir das jetzt haben, und da nicht alarmiert zu sein, setzt meiner Ansicht nach inzwischen einen gesunden Tiefschlaf voraus, politisch. Herr Hossel, wenn man das Ganze, Sie haben so eine Reihe von Punkten und Motiven genannt, weshalb die USA so vorgehen oder so tun. Wenn Sie das nun das Ganze zusammenfassen wollen, worauf wollen Sie hinaus? Was wollen Sie daraus als Schlussfolgerung ziehen? In den USA gibt es ja seit Jahrzehnten Vorbereitungen, die Bevölkerung zu unterdrücken. Dieses hat einen großen Aufschwung genommen mit dem ja selbstgemachten Attentat vom 11. September 2001. Und nun haben wir eine neue, Umdrehung dieser wachsenden Unterdrückungsmaschine in Vorbereitung, möchte ich mal sagen, sozusagen eine Unterdrückungsmaschine ins B. Und das sind eben die sogenannten FEMA-Camps, die eine Beschaffung von Hunderten von Millionen Schuss Munition und von Millionen von Plastiksärgen unangenehm losgetreten als Debatte jetzt durch den General Wesley Clark. Also wir haben eine Geschichte, die jetzt nicht ein Jahr alt ist oder 10 Jahre alt ist oder seit Bush vielleicht passiert ist, 2001 losgetreten, sondern auch schon in den Jahrzehnten vorher diese Bestrebungen, sich vorzubereiten auf die massenhafte Unterdrückung der eigenen US-Bevölkerung. Und hier werden wir jetzt eben mit diesem Interview noch einmal einen großen Alarm. Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung. Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorten.